Hallöchen und willkommen zurück hier bei Skyby 2. Ich hoffe, dir hat die erste Folge gefallen. Falls du sie noch nicht gesehen hast, gerne mal zurück switchen. Da haben wir richtig auf die Kacke gehauen und mal so richtig durch den Questbaum gearbeitet. So richtig, richtig meine ich. Wir haben richtig, richtig Progress gemacht. Und daher guckst du gerne an, falls du es noch nicht gesehen hast. Und wenn dir das Ganze hier gefällt, denk dran, gerne ein Däumchen da lassen, gerne kommentieren, Fragen stellen. Alles möglich. Ja, Kommentarfunktion ist da. Ich gucke mir das auch an. So, heute gehen wir mal so richtig in die Vollen. Das heißt so richtig in die Vollen. Wir werden auf jeden Fall den Starter Tree beenden. Das heißt, wir werden als erstes mal in die Richtung arbeiten. Wir werden zum Dirt herstellen. Wir werden Compressed Dirt herstellen. Das Ganze wird uns dann irgendwie zur Lava führen, was uns dann natürlich zur Cobblestone führt. Und hier kommen die schönen Sachen. Wir haben hier ein Cobblestone Gen Tier 1, Tier 2 und so weiter. Der hier ist schon mal Gold wert. Alles weitere ist Luxus. Der hier reicht uns. Ne? Wenn wir den zweimal herstellen, sind wir auch gut dabei. Aber wir können, wenn wir wollen, später noch auf die Kacke hauen und das Ganze upgraden, bis uns der Pro wackelt. Dann werden wir einen Crusher herstellen. Diesen Crusher werden wir brauchen, um Gravel und Sand herzustellen. Und wir brauchen Furnace. Wir brauchen Fackeln, wir brauchen Licht, wir brauchen Lagerfeuer, wir brauchen alles. Und Furnace ist ein bisschen modifiziert, denn die Jungs haben Compressed Cobble genommen dafür. Das heißt, für einen Compressed Cobble brauchen wir 9 Cobblestones. Das heißt, wir brauchen für einen Furnace, brauchen wir 9x8, ja, 72. Also etwas über ein Stack. Bisschen über ein Stack. Ja. Ein Stack und 12, um genau zu sein. Das brauchen wir. Da hauen wir auf die Kacke. Das machen wir hier alles durch. Parallel werden wir in die Richtung arbeiten. Und zwar werden wir uns Organic Water herstellen, werden dazu dann Soul Sand machen. Und mit Soul Sand können wir dann Soul Campfire machen. Das brauchen wir nämlich, um das Programm hier weiter auszubauen. Denn das hier ist High Temperature. Deswegen werden wir Soul Campfire herstellen. Parallel können wir dann noch gegen Mushrooms gehen und Slime Blocks. Und wir können auch Prismarine gucken. Also das scheint auch noch sehr interessant zu sein, aber ich sage mal, der Bereich ist wichtiger. Das hier ist so ein bisschen nice to have. Behaupte ich jetzt einfach mal, ich habe keine Ahnung. Aber das werden wir parallel dann schon mit herstellen. Aber als allererstes, bevor wir jetzt irgendwas machen, werden wir das hier machen. Wir werden uns den Auto Char Processing Block machen und dafür brauchen wir ganz viele Cast Iron. Und dafür müssen wir jetzt erst einmal richtig auf die Tube drücken. Den hauen wir uns mal kurz hier raus, weil wir können uns nämlich jetzt Clay herstellen. Wir haben Sand, wir haben Wasser, wir können Clay herstellen. Deswegen gehen wir wieder dahin, wie das letzte Mal schon, in der letzten Folge. Wer es nicht gesehen hat, gerne nochmal angucken. Drücken wir auf Play und zack, das Ding läuft. Parallel müssen wir hier gleich wieder Wasser herstellen, weil ja, no, Clay geht echt schnell durch. Das ist ganz gut. Und dann können wir den raushauen und wenn der zweite gleich da ist, da ist er, dann können wir die auseinander craften und Clay Balls. Und die Balls, die klatschen wir wieder aufs Feuer. Zack, jetzt warten wir kurz, dann werden da Bricks draus. So, dann holen wir uns nochmal ein paar Leaves. Zack, die hauen wir gleich hier rein. Die Bricks sind auch schon fertig, läuft. Dann nochmal aufs Feuer. Cast Iron. Clay ist auch fertig. Dann machen wir gleich wieder so. Und das Ganze nochmal. Wasser braucht noch. Gut. Okay, dann brauchen wir das hier. Das heißt, wir brauchen Brick Hopper. Wir brauchen Holz. Oh, Clay ist noch am Start. Zweites Ding. Jetzt machen wir erstmal eine Infinity Water Source. Auch mit dem Hintergedanken, dass wir hier jetzt mal dann die Felder bewässern können. Das ist der nächste Step.
Rex. Nice. Davon brauchen wir zack, zack, zack. Dann haben wir den Hopper und dann machen wir den hier und dann machen wir den hier und dann haben wir den ersten Auto-Jar. Und den können wir jetzt dazwischen klatschen, oder wie war das? Schauen wir auch mal, wie das aussieht. Aber ganz schön heiß. So, jetzt ist der dazwischen und jetzt macht er dauerhaft Wasser, bis ich ihm sage, stopp. Okay. Das ist cool. Dann machen wir jetzt mal so. Tauchstation. Fertig. Können wir uns hier dann die Felder aufbauen. Ole, ole. Und wir können hier Wasser reinfüllen. Haben wir bestimmt irgendwann die Möglichkeit, aus einer Infinity Water Source da unendlich Wasser reinzuknallen. Dann brauchen wir nochmal... Ah, müssen wir den mal schnell umcraften. Können wir den so abbauen? Ja. Gut. Dann bauen wir das jetzt nämlich um. So, dann hauen wir den nämlich darüber. Dann soll der bitte jetzt nämlich ständig klein machen. Und ich kümmere mich darum, dass das einfach weitergeht. Ne? Er kümmert sich jetzt um Clay. Das ist nice. Und wir können uns jetzt hier um andere Sachen kümmern. Nice. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall genug Material rein, dass wir in Ruhe alles machen können. Deswegen machen wir dann noch ein paar Autocrafter. Also den zweiten und dann noch einen dritten auf jeden Fall. Und so weiter und so weiter und so weiter. Gut, dann haben wir das. Erster Step abgeschlossen. So soll es sein. So, als nächstes. Als nächstes müssen wir schauen, dass wir Dirt herstellen. Dirt, Dirt. Dirt machen wir hier über Low Temperature, also keine Temperatur. Und zwar komplett durch Leaves. Okay, gut. Das heißt, der soll jetzt erstmal ein bisschen durchcraften. Bis das Wasser weg ist, dann wird er eh sagen, nee, gar nicht mehr. Das geht relativ zügig. Passt. Und dann soll er Dirt machen. Das heißt, wir machen unsere Karma wieder ready. Weil er braucht ja Leaves dafür. Wir haben auf jeden Fall genug Holz. Und wir haben keine Saplings mehr. Das ist jetzt natürlich blöd, aber wir haben die Möglichkeit, mit einer geringen Chance wenigstens einen Sapling zu bekommen. Ja, wir haben einen Sapling. Zack. Problem gelöst. So, wir brauchen Dirt. Ja. Ja, 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 ja. Und gib ihn. So, das ist schön. Der sagt uns, wenn er gerade noch im Crafting-Prozess ist, so, hey, wenn du das jetzt magst, könnte es sein, dass du dir ein oder andere Ressource verlierst. Das ist aber cool. Das ist nice. Das machen wir Lava. Lava machen wir über einen High Temperature. Okay, das heißt, wir müssen jetzt Richtung Organic Water gehen. Bevor wir Lava herstellen, müssen wir nach oben abbiegen. Okay, Organic Water machen wir mit Wasser und Seeds. Flex Seeds, gut. Gib mir Flex Seed. Gut, dann soll er mal machen. Der hat erst 8 Stück. Ich brauche noch ein zweites. Es hilft alles nichts. Wir müssen das Thema mit dem Essen auf jeden Fall deutlich verbessern. Das ist auch etwas, was wir heute auf jeden Fall machen werden. Dann haben wir da noch eins dazu. Das haben wir jetzt auf No Temperature. Und dann machen wir hier auch noch bitte Dirt. Das sah jetzt geil aus. Ich dachte, der Flachs war in dem Glas drin. Ich dachte mir so, hä? Wie ist denn der reingekommen? Ich war ein bisschen irritiert gerade. Und das sollten wir auch schon mal anpflanzen. Dann können wir nebenbei noch ein bisschen Essen machen. Das wäre gut. Essen. Und endlich mal Essen, das auch satt macht.
Gut. Okay, du magst dann mal fertig. Noch eine Möglichkeit. So, 24, das reicht. 12. So, dann machen wir zweimal Compress Dirt. Wir haben Dirt Quest abgeschlossen. Jetzt machen wir Compress Dirt. Gut. Das haben wir abgeschlossen. Das hauen wir gleich rein. Jetzt machen wir das Organic Water. Das können wir auch hier machen. Ist vielleicht besser. Organic Water. Organic Water war Wasser und das. Bitte das, bitte das. Dann brauchen wir Soul Sand. Soul Sand machen wir, indem wir Organic Water und Sand zusammenschmeißen. Dann kriegen wir Soul Sand und dann kriegen wir Campfire. Campfire machen wir Holz, Sticks und Soul Sand. Gut, passt. Sand und Organic Water. Zack, bum, bang, Ende aus. Und Soul Sand. Und Soul Campfire ist in der Fertigung abgeschlossen. So. Das ist jetzt super mega heated und jetzt brauchen wir Lava. Und Lava machen wir über Compressed Dirt, zwei Stück. Über High Temperature, braucht ein bisschen über 2 Minuten. Passt. Okay, gut, neuer Tag, neues Glück. Lava ist gleich da. Gut, das heißt, wir bereiten einen Cobblestone Gen vor. Wie können wir einen Cobblestone Gen machen über den Wolken, wenn wir nur Holz um uns herum haben? Das ist relativ simpel. Ich verrate es euch. Workbenches. Workbenches haben die Eigenschaft, dass sie zwar brennen oder brennen können, aber nicht verbrennen. Das ist das Supergeile an denen. So. Nachteil ist, mit ihnen zu bauen macht manchmal keinen Spaß. So, okay, also wie gesagt, hier Lava und hier kleiner Trick. Und der kleine Trick ist folgender. Zack, fertig. Das ist der ganze Trick. Das Ding brennt nicht, weil waterlogged. Die Workbenches brennen nicht, weil ihre Eigenschaft es nicht zulässt. Und unser Bucket wird gleich wahrscheinlich kaputt gehen. Deswegen wollen wir uns vorher mal noch mal ein bisschen Wasser. Die wohl billigste Billow Cobblestone Farm, die ich je gesehen habe. So, wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, zischt's und wir haben Cobblestone. Olle, olle. So, und jetzt machen wir einen auf automatisch. Wichtig ist, ganz wichtige Sache, und das ist wirklich wichtig, weil ansonsten zerlegt ihr euch eure Base. Wenn ihr das macht, stellt sicher, dass keiner an die Maus rankommt, dass die Maus einfach so liegen bleibt, wie sie dann ist. Okay? Also, ihr fangt an abzubauen. Ganz simpel. Da passiert nichts. Na, weil bis der das Holz abgebaut hat, das dauert einfach. Und jetzt, während ihr abbaut, drückt ihr F3 und T, lasst eure Maus los und bewegt sie nicht mehr. Dann lädt er die ganzen Resource Packs neu. Das kann kurz dauern. So, jetzt hat es gegen neu geladen. Ich bin nicht, und ich wiederhole, ich bin nicht an der Maus. Aber wenn ich jetzt die Maus bewegen würde, würde er sich mitbewegen. Er ist jetzt im Automatikmodus. Er würde erst aufhören, wenn ich die Maustaste drücke. So. Und da ich ja will, dass er jetzt das automatisch macht, werden wir jetzt einfach warten. So, Spitzhacken sind durch. Jetzt, wenn ihr auch nicht am Platz wärt, wäre nicht so schlimm. Er würde den Stein einfach runterhauen, wie ihr seht. Aber es würde dabei nichts rumkommen. Deswegen klicken wir auf die Maus und gucken mal, was rumkam. Achso, ja. Aha. Weil hier ein Fullblock drüber ist, können wir nicht reingucken. Jetzt können wir reingucken. Wir haben Cobblestone. Den Furnace schmeißen wir jetzt einfach mal hier hin. So, jetzt können wir uns endlich Fackeln machen. Na, fackeln wir nicht lange.
Eine Charcoal macht 8 Einheiten. So, das heißt, wir machen jetzt die 8 durch. Haben dann 8 Charcoal und mit diesen 8 Charcoal füllen wir dann wieder auf. Dann haben wir einen Stack durch. 8 macht es 64. Wir haben Cobblestone abgeschlossen, wir haben Furnace abgeschlossen. Cobblestone Gen, was brauchen wir für den? Wir brauchen 6 Cobblestone, ein Glas. Und zwar ein volles Glas. Wasser und Lava. Wasser und Lava haben wir. Das heißt, wir können den Aufbau eigentlich so lassen, wie er ist. Wir holen uns dann nur die Lava hier raus und das Wasser wieder. Und machen uns dann Steinwerkzeug. So. Advanced made. Getting an upgrade. Zack. Jetzt gehen wir erstmal pennen. Mal auf 64, ich gehe jetzt hier durch. Dann haben wir Cobblestone noch übrig. Und das reicht, um nochmal Compressed Cobblestone zu machen. Das wir machen uns einen zweiten Furnace. Und zack. Jetzt holen wir uns 8 Sand. Warten, dass hier was durch ist. Nice. Und machen uns Glas. So, dann haben wir Glas. Perfekt. Cobble Gen. Stufe 1. Haben wir? Haben wir. Und den setzen wir jetzt einfach hier drauf. Und wir kriegen jetzt die ganze Zeit Cobblestone rein. Ja, 9, 10. Also der Einser, der macht so im, könnte sagen, im Sekundentakt. Kommt hier ein Cobblestone rein. Das ist voll in Ordnung. Gut, wir haben Glas, wir lassen Holzkohle durchbrennen und wir kriegen Cobblestone. Perfekt. Dann haben wir das abgeschlossen. Wie gesagt, die drei Dinger sind kleiner Zusatz. Kann man machen, muss man nicht haben. Crusher. Für einen Crusher brauchen wir Smoothstone und Stone. Das ist kein Problem. Dann haben wir den Tree fast durch. Wir haben den Tree fast durch. Wir müssen jetzt noch hier rüber gehen. Das müssen wir nochmal machen. Oh, wir können dekadent werden. Wir können nämlich auch Lava herstellen, indem wir Cobblestone hier reinschmeißen. Zack. Und dann geben wir hier ein Lava. Dann brauchen wir 4 Cobblestone für eine Lava. Könnten wir uns noch einen zweiten Cobblegen machen, den wir dann dazu nutzen, um das Ganze weiter auszubauen. Dann haben wir nämlich einmal Baublöcke und einmal können wir jetzt gleich Crusher. Wir können den Crusher machen. Ein Crusher incoming. So, und jetzt setzen wir den Cobblegen 1 hier drauf. Und dann müsste der theoretisch, yep, löst ein und der macht uns jetzt Gravel draus. Was sagt der Questbaum noch für uns? Wir brauchen 64 Gravel und dann nochmal 64 Sand. Das heißt, das dahin, das da drauf und das da drauf. Und jetzt müsste dann hier unten theoretisch bald Sand rauskommen. Und wir stellen Sand her. Perfekt. So, wir stellen Kabel her, wir stellen Gravel her, wir stellen Sand her. Das brauchen wir nämlich alles, um das da drüben reinzuschmeißen. Das ist perfekt. Das heißt, wir können das dann auch perfekt automatisieren, um dann quasi die Kiste zu befüllen. Nice. So. Was sagt unser Questbaum? Wir brauchen 64, 64 immer noch. Sind wir in der Mache? Sind wir dabei. Und gleichzeitig brauchen wir das dann nochmal. Dass wir das abschließen. So, und dann machen wir Soul Campfire, Prismarine. Was müssen wir für Prismarine machen? Da brauchen wir Organic Water und Cobblestone. Irgendwann füllen wir das automatisch auf, da bin ich mir ziemlich sicher. Da gibt es bestimmt Möglichkeiten. Da gibt es doch, gibt's doch irgendwelche Pipes. Pipes, ja, Item Pipes, Fluid Pipe, Energy Pipe, perfekt.
Dafür brauchen wir Redstone und Eisen. Ganz viel Eisen. Okay. So, jetzt machen wir mal kurz den Quest-Tree fertig. So. Das haben wir erledigt. Dann Mushroom. Wie gesagt, da brauchen wir dann den Mana Pool. Da will er uns Richtung Mana schon drücken. Gut, das ist wieder was ganz anderes. Dann können wir natürlich noch die Chicken Seeds machen. Die sind relativ einfach. 1, 2, 3, 4, 5. Muss ich die jetzt einpflanzen? Gut, ich habe jetzt mal Animal Crops eingepflanzt. Dann wachsen uns jetzt Hühnchen oder was? Das wäre natürlich cool. So, 64 Sand. 64 Gravel. Und die hauen wir gleich natürlich hier rein. Dann haben wir nämlich das auch abgeschlossen. So, Link. Der ganze Tree ist so ziemlich durch. Das ist ein MTDNA, das ist eine ganz andere Geschichte. Das heißt, wir müssen weiterhin Sand machen, wir müssen weiterhin Charcoal machen, dass wir ganz viel Glas haben können. Dann können wir uns nämlich eine wunderschöne Bienenfarm machen. Das klingt nach Spaß. Und wir müssen anscheinend Richtung Mana Pool gehen. Aber Mana Pool ist wieder was anderes. Da müssen wir Living Rock und dann brauchen wir Pure Daisy. Und Pure Daisy müssen wir dann hier und dann brauchen wir Petal Apothecary und dann brauchen wir wieder ganz viele von den anderen Seeds, also von den, na, hier ist wieder von dem Floral Fertilizer, dass wir die ganzen Sachen kriegen. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Wir können uns jetzt noch Clay Shears machen, theoretisch. Brauchen wir zwei Clay Balls. Haben wir den Clay noch übrig? Nö, haben wir nicht. Haben wir alles verbrannt? Na dann. Ist das so? Dann haben wir das und das auch mal hier rein. Den Cobblestone können wir auch hier reinbrennen. Das können wir auch hier reinballern. Dann würde ich sagen, haben wir heute wirklich wieder richtig auf die Kacke gehauen. Schnell, knackig. Und haben den Questbaum soweit abgeschlossen. Das heißt, wir werden das nächste Mal uns die Base ausbauen. Wir werden endlich die Bienen dazu holen, dass wir das ganze BDNA-Zeugs machen können, dass wir einfach an unsere Ressourcen rankommen. Ne? Machen wir so. Machen wir so. Dann haben wir jetzt erstmal einen guten Abschluss und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, holt die Bienen rein. In diesem Sinne, reingehauen, wenn es dir gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne auf Abonnieren klicken, gerne kommentieren. Ich lese mir alles durch. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht auf Twitch. No? Link kommt am Schluss oder ist unten in der Videobeschreibung. Bis dahin, reingehauen. Schönen Tag dir noch. Ciao.